Machen wir weiter mit einem neuen Video von Simplicissimus, nämlich wie Kim Jong-un reist. Und durch ein Spiel, das heißt Travel, glaube ich, ist mir erstmal bewusst geworden, dass Nordkorea eine direkte Verbindung, eine direkte Grenze zu Russland hat. Deswegen wird er vermutlich über die Grenze nach Russland reisen oder halt nach China. Beides sind, glaube ich, befreundete Staaten oder Staaten, die sich gegenseitig so respektieren. Also ich glaube, China mag Nordkorea, Nordkorea mag Russland und gegenseitig natürlich auch. Deswegen, ja, wir schauen einfach mal rein. Wie wird er denn reisen? Let's go! Das ist der Taiyang-go. An Bord befindet sich Kim Jong-un, der Staatschef Nordkoreas. Der oberste Führer verlässt sein Land nur selten. Aber wenn er es tut, dann ausschließlich auf Schienen. Russland oder China. Seiner fahrenden Festung. Hier verlässt der Zug gerade die nordkoreanische Hauptstadt Pyongyang. Sein Ziel ist das Kosmodrom Vostochny. Russland, okay. Genau, hier ist so eine Grenze, die ist, glaube ich, so 20 oder 30 Kilometer lang. Also echt kurz, wo er nach Russland reinfahren konnte. Es ist irgendwie auch so von irgendeinem Entschluss damals vor 30, 40 Jahren so festgelegt worden, dass Russland unbedingt eine Grenze zu Nordkorea haben will oder umgekehrt, damit die beiden Staaten miteinander so ein bisschen verbunden sind. Aber mal gucken, wir machen mal weiter. Von der Grenze habe ich auf jeden Fall in einem Spiel erfahren. Quick kannte das auch, und zwar durch... Ach, was hat denn er gespielt? Was spielt er immer? Nicht Europa Universal, sondern irgendwie sowas anderes, was weltweit spielt. Da hat er es auch gewusst, ich habe es erst durch das eine Spiel erfahren. Ein Weltraumbahnhof im Südosten Russlands, wo sich Kim mit Wladimir Putin trifft. Kim hat viele Feinde. Seine Reise führt ihn etwa 2 Tage lang auf über 1000 Kilometern durch fremdes Staatsgebiet. Wie gewährt der Taiyang-go seine Sicherheit? Wobei, ich glaube ja, Russland ist, glaube ich, Kim Jong-un friendly. Also, ich glaube, Putin mag ihn und er ihn auch so. Aber keine Ahnung, wir finden mal raus. Und es hieß gerade eben im Intro, es wäre eine Festung, also ist der Zug wahrscheinlich extrem gut gepanzert, extrem gut geschützt. Mal gucken. Was hat Simpli rausgefunden? Und wer ist heute gesponsor? Ich schätze mal NordVPN. Weil es würde zum Reisen passen. Ja, NordVPN ist heute der... Taiyang-go wird von 2 weiteren Zügen eskortiert. Ja. Der eine fährt dem Präsidentenzug voraus, um die Strecke auf Bedrohungen wie deponierte Bomben oder mögliche Hinterhalte zu checken. Der andere sichert den hinteren Teil des Konvois. Er ist bis unters Dach mit zusätzlichem Sicherheitspersonal besetzt, das dem Führer im Notfall zu Hilfe eilen könnte. Weitere Rückendeckung kommt von oben. Solange die fahrende Festung durch Nordkorea rollt, wird sie von einem Helikopter überwacht. Helikopter. Nahe der Strecke werden Transportflugzeuge mit noch mehr Personal stationiert. Die Fenster des Taiyang-go sind kugelsicher. Die Wände und Böden der Waggons sind für den Schutz gegen Sprengstoffanschläge verstärkt. Der Panzerzug führt wagenweise schwere Geschütze mit. Im Falle eines Luftangriffs kann sich die rollende Festung mit Flugabwehrgeschützen verteidigen. Dazu kommen Panzerabwehrraketen und Maschinengewehre, um mögliche Bodenoffensiven zurückzuschlagen. Und wenn alle Stricke reißen, kann sich Kim in seinem persönlichen Fluchthelikopter aus dem Staub machen. Nicht jeder hat eine fahrende Festung, um sich gegen die Unwägbarkeiten des Lebens zu wappnen. NordVPN. Die meisten von uns pendeln in überfüllten und verspäteten S-Bahnen oder schlagen sich mit dem Fahrrad durch den Alltag. Wenn da was passiert, bleibt oft nur die Versicherung. Eine Versicherung-Werbung. Es gibt unzählige Angebote für so gut wie jedes Szenario. Da kann es ziemlich schwer sein, für sich herauszufinden, welche Versicherung man braucht, welche nicht und was die günstigsten Optionen sind. Hier kommt Clark ins Spiel. Die Clark-App liefert dir einen Überblick über all deine Versicherungen. Clark, wo steht der Code? Bei Clark, hier guck. In der Beschreibung.
Weil mit Code Simply54. Mit dem Code Simply54 kannst du dir Best Choice Gutscheine im Wert von 45 Euro sichern. Okay, wenn ihr das wollt, macht es. Wenn nicht, nicht. Aber wenn ihr es macht, dann nutzt den Code Simply54. Weiter im Video. Extrem schwer. Darum schleicht der Panzerzug mit trägen 60 km/h durchs Land. Manchmal das ist halt nicht schnell, dann muss der es da so gefühlt. Dann brauchst du für 1000 Kilometer. Wenn du 60 Kilometer in der Stunde fährst, dann fährst du in 5 Stunden 300 Kilometer. Mit 6, dann ist der schon so 18 Stunden so unterwegs, oder? Ja, doch. Ja, so 18, 19, 20 Stunden ist er schon unterwegs, wenn er mit 60 da durchfährt. Das ist schon lang. Aber noch langsamer, weil sich das nordkoreanische Schienennetz teilweise in miserablem Zustand befindet. Bei jeder Bahnhofsdurchfahrt wird auf allen anderen Gleisen der Strom gekappt. 20 Bahnhöfe im ganzen Land wurden allein für diesen gigantischen Zug gebaut. Weil der Taiyang-go so langsam ist, verbringt Kim oft mehrere Tage am Stück auf den Schienen. So auch bei diesem Trip nach Russland. Darum hat der oberste Führer alles an Bord, um sein Land Tag und Nacht zu regieren. Ein Büro mit Schreibtisch, Laptop, Fernseher, Fax und Satellitentelefon. Sowie einer Karte von China und der koreanischen Halbinsel. Er hat einen Empfangsraum und einen Meetingraum mit Konferenztisch. Die Inneneinrichtung ist ein wilder Mix. Die meisten Räume sind komplett weiß mit glänzend gebohnerten Holzböden. Es gibt grüne und pinke Sofas, Elfenbein und türkisfarbene Vorhänge, blumenförmige Lampen und Sitzpolster mit Zebramuster. Die Frage ist, woher das bekannt ist. Aber das Highlight des Zugs ist das Bordrestaurant. Es serviert kulinarische Delikatessen aus der koreanischen Küche, aber auch aus Russland, China, Japan und Frankreich. Damit dem Diktator nicht langweilig wird, ist für reichlich Unterhaltung gesorgt. Zum Bordpersonal gehören Sängerinnen, die dem Diktator persönliche Ständchen trällern. Der Taiyang-go erreicht seinen Zielbahnhof in Russland. Kim steigt noch an Bord in eine kugelsichere Mercedes-Limousine, die ihn die letzten 1,5 Kilometer chauffiert. Das Reisen mit dem Zug hat in der Kim-Dynastie eine lange Tradition. Das ist der Kumusan-Palast. Hier sind die Leichnamen von Kim Il-sung und Kim Jong-il aufgebahrt. Neben den sterblichen Überresten der Ex-Diktatoren stehen die lebensgroßen Modelle ihrer... Sind es die echten Leichnamen? Weil dann ist schon disgusting, die so öffentlich zur Schau zu stellen. Ist schon so ein bisschen disgusting. Privaten Zugabteile. Es soll sogar ein Gemälde geben, das Kim Jong-il in stolzer Pose neben seinem Zug zeigt. Eine Karte mit kleinen Lämpchen zeichnet die vielen Reisen nach, die die beiden zusammen gemacht haben. Die Bahnfahrten begannen ursprünglich als Sicherheitsvorkehrung. Außerdem soll Kim Jong-il unter Flugangst gelitten haben. 2001 war er mit seinem Zug fast einen ganzen Monat lang nach Moskau unterwegs und legte dabei insgesamt 20.000 Kilometer zurück. Auf dieser Reise wurde er von einem russischen Beamten namens Konstantin Polikowski begleitet. Der veröffentlichte anschließend ein Buch über seine Erfahrungen, was sowohl der russischen als auch der nordkoreanischen Regierung übel aufstieß. Die Herrscher in Nordkorea hatten stets dafür gesorgt, dass so wenig wie möglich über ihre Züge und Reisen bekannt war. Es wurde nie angekündigt, wann und wohin sie fuhren. Auch über das Innenleben der Züge kursierten bestenfalls Gerüchte. 2004 durchfährt Kim Jong-ils Zug den Bahnhof der Stadt Yongchon, nahe der Grenze zu China. Wie lange ist Um jetzt eigentlich Regent in Nordkorea? Wie lange ist Kim Jong-un Heißespräsident dort? Wie lange regiert Kim Jong-un? Seit 2011. Okay, interessant. Nur wenige Stunden später gibt es dort eine gewaltige Explosion. Etwa 160 Menschen werden getötet und weitere 1300 verletzt.
Die Behörden behaupten, ein mit Öl und Chemikalien beladener Zug sei mit einer defekten Oberleitung in Kontakt gekommen. Es gibt aber auch Gerüchte über ein fehlgeschlagenes Attentat. Das wäre nicht ganz unwahrscheinlich. Berichten zufolge hat es im Lauf der Jahrzehnte immer wieder Machtkämpfe in Nordkorea gegeben. Nach diesem Vorfall wurden angeblich auch die Sicherheitsstandards des Zuges verschärft. 2009 wurde russischen Fotografen verboten, Aufnahmen vom Zug zu machen. Kim Jong-il war auf dem Weg zu einem Treffen mit dem damaligen Präsidenten Dmitri Medvedev. In Sibirien wurden ganze Dörfer unter Hausarrest gestellt, bis der Zug passiert hatte. Im Smartphone-Zeitalter ist das natürlich nicht mehr möglich. Und manchmal auch gar nicht unbedingt gewollt. Der Zug ist längst Teil der nordkoreanischen Propagandamaschine. Taeyang-go bedeutet Sonne. Tatsächlich hat der Zug in Nordkorea mittlerweile große Strahlkraft entwickelt. Kim Jong-un will damit bodenständig und volksnah wirken. Als Gegenentwurf zum überheblichen US-Präsidenten in seinem pompösen Jumbojet. So oder so hat es Symbolcharakter, wenn politische Führer mit dem Zug unterwegs sind. Ja, schon. Es lässt zumindest... Ja, es hat Symbolcharakter, auf jeden Fall. Und ja, es lässt nahbarer wirken. Definitiv. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine galt der Luftraum über dem Land als unsicher. Ab da fuhren viele westliche Politiker über Polen mit der Bahn nach Kiew. Diese Praxis wurde bald als eiserne Diplomatie bekannt. Im Fall von Nordkorea symbolisiert der Taeyang-go aber auch, wie außergewöhnlich isoliert das Land auf der internationalen Bühne ist. Die nordkoreanischen Herrscher verlassen ihr Land so gut wie nie, um andere Teile der Welt zu besuchen. Abgesehen davon ist es auch irgendwie ironisch, dass sich die Kim-Familie mit diesem Zug als bescheiden und bodenständig inszeniert. True. Jede Reise hat ein Ziel. Kims Mercedes kommt schließlich am Kosmodrom Vostochny an. Dort wird er mit einem der längsten und vielleicht unangenehmsten Handshakes aller Zeiten begrüßt. Anschließend gibt ihm Putin die komplette Tour. Weltraumbahnhof, Flugzeugfabrik, Pazifikflotte. Danach gibt es Wodka, eine Ballettaufführung und eine Walross-Show. Dabei hat das Treffen einen durchaus ernsten Anlass. Russland gehen zu diesem Zeitpunkt im Krieg gegen die Ukraine sowohl die Munition als auch die Verbündeten aus. Nordkorea hat reichlich Munition und keine Skrupel, sie zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug erhofft sich das Land von Russland technische Unterstützung für den Bau neuer Satelliten und Raketen für sein Atomwaffenprogramm. Am Ende wird kein offizielles Ergebnis verkündet. Aber wenig später reist der russische Außenminister Sergei Lavrov nach Pjöngjang. Dort bedankt er sich für Nordkoreas Unterstützung im Ukraine-Konflikt und bekräftigt die Partnerschaft beider Länder. Nordkorea erkennt im Gegenzug alle von den russischen Truppen eroberten Gebiete offiziell. Welch Überraschung. Diktatoren unterstützen Diktatoren. Wer hätte damit rechnen können? Als russisches Staatsgebiet an. Lavrov äußert sich nicht zu potenziellen Waffendeals. Aber der US-Regierung zufolge hat Nordkorea schon über 1000 Container voller Munition und militärischer Ausrüstung an Russland geliefert. Der Taeyang-go soll zwar vor allem ein Symbol für Nordkoreas Stärke sein, er versinnbildlicht aber auch, wie isoliert der Staat auf der internationalen Bühne ist. Es gibt keinen anderen Staat auf der Welt, der noch isolierter ist als Nordkorea. Selbst Russland nicht. Selbst Russland, nachdem sie den Angriff gestartet haben, nicht. Selbst die sind noch... selbst die sind nicht so ganz abgeschottet wie Nordkorea. Ja. Wladimir Putin hat derweil Kims Einladung zu einem Gegenbesuch in Nordkorea angenommen. Vielleicht ist das ja eine gute Gelegenheit, mit seinem eigenen, streng geheimen Sicherheitszug zu flexen. Die Strecke zwischen Russland und Nordkorea existiert ja. Auch wenn die nur so 30 Kilometer oder sowas ist.
Cheers. Cheers. Sonst wieder auf jeden Fall. Like natürlich wie immer da. Und nochmal hier hinten. Bei Clark 54%, Simply 54 der Code.